Da kannst in der Kantine feste Essrunden beobachten. Da kommen sie jetzt mit ihrem Tablett von der Essensausgabe und dann denke ich mir, was mache ich jetzt? Einen freien Tisch suchen oder mich einfach dazusetzen? Sabine Schwind von Egelstein ist Knigge- und Management-Trainerin. Verraten Sie uns, was machen wir? Wenn ich networken will, und das soll ich ruhig gerne tun, dann muss ich immer mal abwechseln. Dann muss ich neue Leute in der Kantine kennenlernen. Dann darf ich keine Hemmungen haben, an andere Tische zu gehen und zu sagen, ist da noch frei? Oder vielleicht auch mal konkret jemanden anzusprechen, wollen wir nicht morgen mal zusammen zum Essen gehen? Wenn mein Chef in der Kantine sitzt und ich sage, das ist die Gelegenheit, mal ein Gespräch zu führen, dann muss ich natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen, ob ich mich da jetzt dazusetzen kann oder nicht. Wenn die Hierarchieebenen nicht zu weit auseinander sind und da ist ein Platz, dann spricht auch nichts dagegen, wenn man fragt. Und wenn ich dann schon diese Gelegenheit habe, beim Chef am Tisch zu sitzen, darf ich dann das Thema anschneiden, das Thema vorgeben? Wenn ich am Tisch vom Chef sitze, dann gibt der Chef auch normalerweise die Themen vor. Das heißt, ich höre eher zu, ich bin ein bisschen zurückhaltender, ich bin immer positiv, ich bin immer freundlich, also ich läster nicht ab oder nutze die Gelegenheit, mal Dampf abzulassen, sondern ich bin, wie gesagt, positiv offen für die Gespräche, die der Chef anbietet. Was ist noch tabu? Alles, was lästern ist, sollte man definitiv nicht tun. Auch Internas platt zu treten, das geht nicht. Private Probleme, Krankheiten, auch Sorgen, auch sowas haben in der Kantine überhaupt nichts zu suchen. Aber angenommen, ich sitze jetzt mit einem Kollegen zusammen, mit dem ich privat befreundet bin, mit dem ich so etwas genau besprechen möchte. Jetzt kommt dann ein anderer daher und will sich dazusetzen. Kann ich dann einfach sagen, nee, das ist mir jetzt wichtiger, mit dem Kollegen zu sprechen und den anderen dann abwimmeln? Auch das darf ich selbstverständlich, aber da macht natürlich der Ton die Musik. Wenn ich einfach sage, na, das kommt nicht so nett. Wenn ich sage, ach, das ist jetzt gerade ganz ungünstig, wir sind im Gespräch, und vielleicht sogar noch sage, wollen wir vielleicht morgen um 12:30 zusammen zum Essen gehen? Also wenn es jetzt ein Kollege aus der Abteilung ist zum Beispiel, dann mache ich diese Ablehnung viel schluckbarer für den anderen. Wunderbar, wenn wir beim Essen sind, so etwas auch schluckbarer zu machen. Sabine Schwind von Egelstein, herzlichen Dank. Knigge- und Management-Trainerin.